Moinsen, es gibt mal wieder was auf die Augen und ich habe euch ein bisschen was zu erzählen, denn es gibt heute ein kleines Channel-Update. Auch wenn du jetzt wahrscheinlich sehr verwirrt auf den Bildschirm guckst, wirst du mehr erfahren nach dem Intro. Also, Abfahrt! Nun, hi, Channel-Update. Jetzt wird der eine oder andere sich wahrscheinlich fragen, Dizzy, what? Vor einem Monat gab es doch erst ein Channel-Update für 2023 im Januar. Ja, jetzt ist März und es hat sich so ein bisschen was verändert, denn die letzten zwei, drei, vier Tage, in denen ich mehr Ruhe hatte für mich und meinen Kopf mal atmen konnte, sind mir so ein, zwei Dinge aufgefallen, die ich persönlich gerne mal angehen möchte. Und zwar folgendes. Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht über meine Streaming-Zeiten. Und ich finde 2 Tage frei zu haben ziemlich cool. Aber ich würde gerne die 2 Tage irgendwie mal ein bisschen tauschen. Denn Donnerstag frei haben ist schön, Freier frei haben ist eher so semi-geil irgendwie, weil es fühlt sich für mich persönlich immer so falsch an, am Samstag live zu gehen und da sind meistens Endurance-Rennen und in den Endurance-Rennen bin ich immer einfach erstmal nur da für die erste Stunde und irgendwie startet man da so unschön in die Woche rein. Also in meine Streaming-Woche nach meinem Wochenende in der Woche. Deswegen habe ich mir mal da ein paar Gedanken gemacht, habe mich mal hingesetzt, habe mir mal ein paar Sachen angeguckt und bin nochmal in mich gegangen und habe mich dazu entschlossen, das jetzt wie folgt zu machen. Also, Mittwochabend ist ja meistens LFM Pro Series und die fahre ich ja auch. Und da war es jetzt bis dato immer so, dass ich um 12 Uhr den Stream angemacht habe und dann bis abends um 10 gestreamt habe. Ich mittlerweile aber feststelle durch meinen, naja, sagen wir es mal, Lebenswandel und den ganzen Sport und die ganzen Sachen, die nebenbei noch anfallen, dass ich abends immer hundemüde bin und eigentlich gar nicht mehr so richtig performen kann in der ganzen Geschichte. Weswegen ich das gerne so machen würde in Zukunft, dass wir mittwochs einfach ein bisschen später anfangen. Also irgendwie um 16 Uhr, dann haben wir noch genug Zeit vorher zu quatschen. Dann ist ja alle 2 Wochen Hardcast mit Schimpanse und danach LFM Pro Series, sodass wir einen gediegenen 6-7-Stunden-Stream am Abend rauszwirbeln können und ich dann am Donnerstag frei habe. Für Freitag habe ich mir überlegt, ist es ja eigentlich ziemlich blöde, weil freitags oft die Qualifying-Sessions sind für die Rennen am Samstag und ich Freitag nicht streame. Das heißt, ihr könnt euch die ja eigentlich gar nicht angucken, was ja total bescheuert ist, weil ihr kommt ja am Samstag in das Rennen rein und habt vom Qualifying eigentlich gar nichts gehört, beziehungsweise gar nichts gesehen. Weswegen ich mir überlegt habe, warum machen wir denn nicht Freitag auch irgendwie so einen halben Tag und streamen dann bis in den Abend rein. Sozusagen haben wir dann zweimal in der Woche einen Abendstream, wo ich aber abends auch genug Energie habe, weil ich nicht um 12 Uhr anfange, sondern ein bisschen später. Und so habe ich 2 halbe Tage extra, an denen ich was für mich machen kann oder anderen Content machen kann und einen ganzen Tag habe und eine halb und ein halb ist ja gleich ein ganzer. Das heißt also, wir machen 2 halbe Tage und einen ganzen. Und einen ganzen. Hast du verstanden? Finde ich für mich persönlich ein bisschen cooler und werde ich jetzt die nächsten Tage mal testen. Ich werde das auch mal versuchen, irgendwie niederzuschreiben, dass wir eine Zeit haben. Also keinen Streamingplan per se, wo du jetzt alles nachgucken kannst, was über die Woche passiert, sondern einfach nur, dass du die regulären Zeiten hast. Ich denke, das passt für mich einfach ein bisschen besser, als 2 komplette Tage so frei zu haben, weil ich, wie gesagt, ich fühle mich mehr so irgendwie nicht drin in der ganzen Nummer. Und ich denke, das ist ein cooler Ansatz. Des Weiteren, es gibt demnächst ein Short-Format, also sprich bei Instagram, TikTok, als auch bei YouTube ein neues Format. Ich habe mir nämlich was Schönes überlegt mit einem tollen Menschen, mit dem ich mich mal zusammengesetzt habe und der mir ein bisschen Input dazu gegeben hat. Und ich habe jetzt auch die ersten Folgen dazu schon aufgenommen. Und ich habe auch endlich ein Tool gefunden, womit ich meine komischen Uploads auf allen Plattformen planen kann, so dass ich nicht immer irgendwie zwischen Tür und Angel das machen muss. So habe ich mich heute zum Beispiel hingesetzt und habe die ersten 10 Folgen für dieses neue Format aufgesetzt, habe sie fertig geschnitten und habe sie schon geplant, dass sie die nächsten Tage bzw. Wochen rauskommen für euch. Und ich bin sehr gespannt, was ihr davon halten werdet. Das heißt, das werdet ihr in naher Zukunft auch noch bekommen. Und wir bleiben bei den 2 Videos pro Woche Upload. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan geworden mittlerweile von YouTube-Videos. Ich habe dabei super viel Spaß,
weil ich mich da kreativ einfach komplett ausleben kann und ich auch super gerne angefangen habe, schneiden zu lernen und mich ein bisschen mit, ja, sag ich mal, Foto-Editierung bzw. Thumbnail-Editierung auseinanderzusetzen. Auch wenn meine Thumbnails immer aussehen, als hätte das ein Siebenjähriger gemacht in seiner ersten Werkstunde, und zwar die digitale. Aber es kann ja auch noch besser werden, nicht wahr? Und das ist so mein aktueller Plan, den ich euch hier mitgeben möchte. Also fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Die Streaming-Woche findet immer von Freitagnachmittag in den Abend, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch einen halben Tag mit Hardcast bzw. LFM-Rennen am Abend dann statt. Und Donnerstag habe ich dann frei. Für mich komplett. Und ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Ich glaube, das ist für mich handelbar. Plus, dass wir bei den, ja, kurz, sag ich mal, Kurzvideo-Plattformen, Instagram, Twitter, Instagram sage ich schon, Instagram, TikTok, als auch YouTube Shorts, wird es auch ein eigenes Format geben. Das wird auch ab dieser Woche starten. Beziehungsweise, es hat schon gestartet. Und dann gibt es noch zwei Videos bei YouTube in der Woche. Und so ist der aktuelle Fahrplan. Ich möchte mich bei euch bedanken für eure ganze Aufmerksamkeit, die ihr mir aktuell schenkt, weil das wirklich sehr, sehr schön ist in Form von Kommentaren und Likes. Die letzten Videos kamen wirklich sehr, sehr gut an. Und ich möchte nicht von der Hand weisen, dass mich das sehr positiv gestimmt hat, mich dort auch noch weiter reinzuwühlen und mir das auch ein bisschen mehr Freude gibt im Livestream. Ich hatte ja die letzten Monate so ein bisschen meine Schwierigkeiten und ich war auch so ein bisschen, ja, nicht grummelig oder schlechte Laune, aber irgendwie hat mir so ein bisschen die Perspektive gefehlt, sage ich mal. Ja, mir hat so ein bisschen die Perspektive gefehlt, neben, ich fahre gerne Racing und fühle mich da auch total wohl zu, was mache ich denn sonst eigentlich noch so nebenbei? Und ich glaube, das habe ich jetzt gerade für mich gefunden und ich freue mich auf diese Reise und ich freue mich auch auf euer Feedback in den Kommentaren. Und falls du hier nichts mehr verpassen möchtest oder auf jeglichen anderen Plattformen, guckst du unten in die Beschreibung rein. Dort ist ein Link, da findest du alle meine sozialen Medien, als auch meinen Stream, der bei Twitch stattfindet, als auch, du könntest mal den Button für Abonnieren drücken, dann könntest du mir noch ein Däumchen drauf schmettern, also hoch oder runter, je nachdem, was du gerade fühlst, wenn du dir das hier angeguckt hast. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Haust rein, lass dir gut gehen. Tschüss, Sinkowski. Bis dann.